Liebe Barbecue Master, zur Eröffnung der Wildsaison zeige ich euch heute ein saftiges Rehschnitzel an einer frischen Pfifferling-Rahmsoße. Dazu servieren wir Eierspätzle, Rotkraut und karamellisierte Maronis. Für unsere Pfifferlingsrahmsoße brauchen wir Zwiebeln, Knoblauch, Sternanis, frische Kräuter, Blattpetersilie, Rosmarin, Thymian, Pfeffer, Lorbeer, Salz, Butter, Rahm und ein bisschen Rotwein. Für die Soße putzen wir zuerst unsere Pfifferlinge mit einem Pinsel. Kein Wasser verwenden, die Pilze saugen sehr viel Wasser auf. Darum immer trocken bürsten. Für unsere Soße haben wir nun alles vorbereitet. Wir haben die Pfifferlinge geputzt, wir haben Zwiebeln und Knoblauch fein geschnitten, wir haben die frischen Kräuter gehackt. Dazu haben wir den Rahm bereit, die Butter, den Rotwein sowie den Lorbeer. Das Ganze machen wir nachher alles zusammen in unserem Gusseisentopf. Für unsere Pfifferlingsrahmsoße haben wir unseren Gusseisentopf auf dem Seitenbrenner bei niedriger Temperatur schon vorgeheizt. Wir geben den Butter dazu. Und geben die geschnittenen Zwiebeln sowie den Knoblauch dazu. Die Zwiebeln sind jetzt scharf angebraten mit dem Knoblauch. Wir geben Rotwein für unsere Reduktion dazu. Nachdem der Rotwein schön einreduziert ist, geben wir unsere geputzten Pfifferlinge dazu. Etwas Lorbeer und ein Sternanis. Wir würzen das Ganze mit etwas grobem Salz. Pfeffer. Sowie ganz wenig Muskatnuss. Nachdem wir die Pfifferlinge kurz in der Rotweinreduktion blanchiert haben, geben wir den Rahm dazu. Nachdem die Pfifferlingsrahmsoße schön abgebunden ist, nehmen wir den Sternanis raus, der wird sonst zu intensiv. Wir geben die frischen Kräuter dazu. Und köcheln das Ganze noch ein bisschen ein. Unsere Eierspätzle machen wir auf der Teppanyaki-Platte, welche wir ca. 10 Minuten vorher stark angeheizt haben. Mit etwas Öl und Butter. Wir geben die Spätzle dazu. Unsere Rehschnitzel würzen wir lediglich mit ein bisschen Salz, ein bisschen Pfeffer, durch das wir nachher eine deftige Pfifferlingsrahmsoße haben, reicht das. Schaut generell beim Fleisch, auch beim Wild, dass ihr zum Metzger oder Jäger eures Vertrauens geht. Das Fleisch sollte wenn möglich regional sein, gut abgehangen und von guter Qualität. Geben etwas Fettstoff dazu und braten die Schnitzel beidseitig ca. 3-4 Minuten scharf an.
nachdem die Rehschnitzel beidseitig ca. 3-4 Minuten scharf angebraten wurden, nehmen wir diese weg. Die Spätzle sind auch parat. Liebe Barbecue Master, unser Teller ist nun angerichtet. Die Wildsaison kann beginnen. Ich wünsche euch Wildmannsheil und ganz viel Spaß beim Nachgrillen.